Hey, ihr mächtig-schmächtigen Jedis, willkommen zurück zu Jedi The Fallen Order. Schön, dass ihr dabei seid. Ach, und danke an die coolen Pflanzenliebhaber, die letztes Mal bewertet und kommentiert haben. Das ist super nett von euch. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter zum nächsten Planeten, beziehungsweise wieder zum alten, zum Wohin ersten. Als nächstes? Genau, zum ersten Planeten. Das klingt nicht ungefährlich. Nach Bugano, da ist nämlich ein neues Grab und das können wir jetzt erkunden. Denke ich zumindest so. Hier haben wir... Ah, hier fehlt noch ein Geheimnis. Hier fehlt noch ein Geheimnis und hier keins. Also, Zepho und Kashyyyk, da werde ich doch mal einen Abstecher hinmachen. Und ja, jetzt geht's erstmal hier hin. Nach Bugano. Reisen. So. Unterwegs nach Bugano. Ja, denn ich will alle Upgrades haben und ich glaube, das war's dann auch bald leider mit dem Spiel. Wird Ihnen das nie zu viel? Es liegt in der Natur der Mission, Captain. Sie kannten die Risiken, als Sie den Job annahmen. Ich weiß, die Beschaffung des Holodings und der Wiederaufbau des Jedi-Ordens sind wichtig. Aber glauben Sie echt, Sie können dadurch was verändern? Daran glauben wir, ja. Wir können die Unterdrückung durch das Imperium beenden. Jetzt nur, ich habe noch nie einen Jedi getroffen. Die haben immer irgendwo ihr Ding gemacht und wir Lateros mussten ganz allein klarkommen. Uns hat nie ein Jedi geholfen. Das tut mir sehr leid. Nichts ist perfekt. Naja, was soll man machen? Wie meine Urgroßmutter zu sagen pflegte. Alles klar. Ja, das werde ich dann aber. Wir landen gleich. Das werde ich dann aber vielleicht off-cam machen, mal sehen. Also, ich will nicht, dass es aufhört, Leute. Ich will nicht, dass dieses grandiose Spiel endet. Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie dann nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das hört sich gut an. Oh mein Gott, meint ihr nicht auch, sie hat recht? Ich finde, irgendwie hat sie recht. Also, die Liste ist ein bisschen zu gefährlich. Und wenn das Imperium sie in die Finger kriegt, ich glaube nicht, dass die kleine neue Sith ausbilden, die werden die ganzen Kinder töten. Der Pilot der Mantis. Während ihrer Reise gewinnt Grease Vertrauen zu seinen Freunden und berichtet von seiner Liebe für gutes Essen und seiner Urgroßmutter. Als seine Fähigkeiten als Pilot auf die Probe gestellt werden, muss Grease zu dem Helden werden, von dem er nie gedacht hätte, dass er in ihm steckt. Ich habe so die dumpfe Vermutung, Grease stirbt. Ja, das glaube ich leider wirklich, dass er stirbt. Wenn er jetzt ein Held ist oder zu einem wird, dann wird er bestimmt draufgehen, leider. Hey! Moment! Ich weiß, du holst jetzt dieses Holocron. Holodeck. Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich vom Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben? Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur wenn ich mitmache. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viel Glück, Kumpel. Okay, ich hole mir mal das Hologramm jetzt. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bugano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bugano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt.
Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Oh Mann, sie stellt wieder diese Fragen, diese unbequemen. Wir sind definitiv nicht mehr auf Datumir. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis, meine ich. Sie ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datumir eingeschränkt. Das ging mir nach Braca genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält. Ich glaube, es wird mir auf der Mentis gefallen. Ja. Die Jedi, die wir ausbilden, werden eine Galaxis aufbauen, die Orte wie diesen respektiert und bewahrt. Und das ist Ihre Entscheidung oder deine? Wir brauchen uns, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Jedi schaffen. Wir tragen die Verantwortung für Ihren Schutz. Sagtest du bereits. Boah, sie ist aber auch ganz schön... Entschuldige, ich bin gesprächige Gesellschaft nicht gewohnt. Ja, sie ist ganz schön, ne? Gerade. Witzig, dass es dort endet, wo es begonnen hat. Oh ja, ich erinnere mich an deinen ersten Besuch. Ich hab's nicht geglaubt. Also, dass du einer bist. Ein Jedi? Jedi oder nicht. Jedenfalls definitiv nicht der Richtige. Und jetzt? Tja, ob du Jedi bist oder nicht. Also, ich verstehe die Sache mit der Macht immer noch nicht richtig. Aber ich weiß, dass du ein echt zäher Bursche bist, Kleiner. Danke. Du auch. Ja, das stimmt. Und ich habe mich auch noch gut gehalten. Aber Greed war auch am Anfang ein bisschen biestig. Und jetzt ist er eigentlich ein ziemlich netter. Der ist gut aufgetaut. Hast du kurz Zeit? Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir fremd. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Schafft das schon, Sir. Außerdem habe ich BD dabei. Ich weiß. Sei trotzdem vorsichtig. Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Danke. Wir sind bereit. Alle beide. Passt auf euch auf. Oh, ist aber nett von ihr. Wisst ihr noch, als wir das erste Mal hier waren? Kaum zu glauben, wie weit du es in so kurzer Zeit gebracht hast, Kerl. Ja. Und vielleicht folgen wir bei der Ausbildung meinen Vorstellungen. Dann würde es nämlich nicht immer um Leben und Tod gehen. Es geht nie nur nach deinen Vorstellungen. Beide müssen bereit sein, dazu zu lernen. Danke. Für alles. Gern geschehen. Oh, ich mag sie. Bereit für sie das, ist so was toll. Jetzt kommt? Ja. So nett. Und du bist es auch. Das habe ich gesehen. Du hast aus all dem viel gelernt, Kerl. Und von euch. Nett, dass du das sagst, Kerl, aber ich werde nicht mit dir im Gewölbe sein. Das werdet ihr. Nur auf eine andere Art. Gut, dass wir dich gefunden haben, Kerl. Viel Glück da drin. Und vergiss nicht. Erst denken, dann handeln. Cordova hat sicher eine Prüfung hinterlassen, die nicht jeder bestehen kann. Möge die Macht mit dir sein. Erst denken, dann lenken, ne? Wisst ihr was? Ich werde mal ganz kurz mein Lichtschwert ändern. Mir gefällt das irgendwie nicht mehr. Das, wisst ihr, das spricht nicht so. Das sagt nicht, hey, ich bin dein Lichtschwert. Oder sowas. Es sagt halt einfach nur, hey, hi, ich bin Lichtschwert. Nee, das gefällt mir nicht. Wir machen das mal anders. So. Was machen wir denn anders? Die Farbe auf jeden Fall, die finde ich jetzt irgendwie nicht mehr so ansprechend. Zitronen, nee. Ich fand eigentlich Duralium ganz nettes Blaue, aber das ist mir vielleicht jetzt auch ein bisschen zu blau. Chrom. Oh. Nehmen wir Chrom. Verchromtes Lichtschwert. Ich nehme dann als Sender. Jarrow Tapal, nee, Frieden und Gerechtigkeit, Macht und Kontrolle, Elementnatur. Ich finde eigentlich Magus immer noch ziemlich geil. Leidenschaft und Stärke. Nee. Mut und Weisheit, das war neu, ne? Haben wir hier noch nichts. Das erinnert mich so ein bisschen an das von Luke Skywalker übrigens. Mut und Weisheit. Aber ich werde wieder Magus nehmen, glaube ich. Frieden und Gerechtigkeit. Elementnatur. Oder nee, weißt du was? Wir nehmen Frieden und Gerechtigkeit. Das gefällt mir jetzt auch ganz gut. Ja. Wisst ihr das? Schreibt mir das gerne mal. Was ist das von Luke Skywalker jetzt?
Ich würde ja sagen Mut und Weisheit. Ich hab's halt auch nicht so genau im Kopf, ne? Das ist ja so eine Sache. Frieden und Gerechtigkeit. Ihr könnt mir mal schreiben, was euer Liebstes hier ist. Ich finde Ino Cordova, das sieht irgendwie so ein bisschen wie ein Kerzenständer aus, oder? Also Magus ist schon ganz geil. Aber ich habe es halt immer noch nicht vollständig. Doch, müsste ich eigentlich. Na egal. Und die Farbe ändern wir mal in... Magenta, Indigo. Ja komm, Indigo ist ganz schön. Oh, geil. Okay, so, das reicht jetzt aber. Genug Zeit mit Quatschen und Craften verplempert. Es ist ja alles nur so ein bisschen optisch. Beziehungsweise akustisch. So. Ah, da sind die kleinen Kerle wieder. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Schon wieder hier hin, ja, in das alte Gewölbe. Andererseits, hier geht's jetzt auch weiter. Da. Können wir jetzt die Brücke runterziehen? Das mache ich auch mal. Oh, jetzt. Neues Ziel. Ja, also nochmal das Gewölbe. Ich ahne aber irgendwie, dass das Imperium schon längst da ist, Leute. Das kann doch nicht sein, dass die in untätig bleiben hier. Wow. Das war ein bisschen knapp. Sah zumindest knapp aus. Schaffe ich das hier rüber? Ha. Willst du mal reinsehen? Komm raus, Kumpel. Neutranium. Aha. Lichtschildmaterial finde ich jetzt wieder ganz interessant. Hey, hallo. BD, gehen wir. Oh, oh. Hey. Ich finde das lustig. Am Anfang hatte ich es überhaupt. Das heißt keine Chance, aber ich musste schon so ein bisschen strugglen manchmal gegen die Viecher. Und jetzt? Jetzt schubse ich sie einfach durch die Gegend. Was haben wir denn hier noch? Ich muss halt echt nochmal zurück hier, weil da gibt es noch mehr Wege. Da vorne sind zum Beispiel auch noch Gegner irgendwo. Hier unten, da. Da war ich auch noch nicht in der Ecke. Verrückt, verrückt, verrückt. Hä, warte mal, wo? Ach, hier. Hä? Aber hier bin ich doch schon rüber. Das Gelbe heißt halt nur, ich kann da noch rüberspringen, ja? Okay. Na, ihr kleinen Springer. Ups. Sind auch neu, oder? Kumpel, Hilfe! Ach, schon besser. Au. Blöde Viecher. Oha. Da ist noch so ein Knochen. Lass mal gucken. Da geht's auch noch rüber. Oh, Leute, ich will nicht, dass es aufhört. Es ist so schön, dieses Spiel. Mir so richtig Spaß. Oh. Viecher. Oh nein, die haben so ein Vieh gekillt. So ein kleines. Ein Bogling. Hier ist bestimmt irgendwo ein Nest. Toter Bogling. Ein toter Bogling, der von einem der Prädatoren auf der zerklüfteten Ebene getötet wurde. Er war höchstwahrscheinlich auf dem Rückweg zu seinem Nest. Oh Mann. Oh. Diese Kackviecher, diese Prädatoren. Ja, ich weiß, das ist einfach nur Jäger, aber irgendwie ist ja alles hier Jäger. Bis auf diese kleinen Boglins.
warte mal. Schon wieder die falsche Taste. Ja, da unten. Geht's noch weiter. Aber ich wette, hier gibt's noch viel, viel mehr. Da, wo ich die ganze Zeit nicht hinkam, da habe ich mir das halt nicht gemerkt, versteht sich. Ja, wenn nicht, gehen wir dann gleich weiter ins Grab. Dieses Riesenvieh ist halt auch noch da. Ich könnte immer noch wetten, das wird irgendwann ein Boss. Komm ich denn da jetzt einfach so hin? Wenn ich da runterklettere, ja. Immer noch draußen, das Lichtschwert ein bisschen gefährlich, meinst du nicht? So, da runter und dann dahinter, ja. Aha. Wie komme ich denn jetzt hier hin, sag mal? Schaffe ich das mit einem Wallrun? Sicher. Geht hier gar nicht. Ach, verdammt. Ich kann auch nichts ranziehen, oder? Kein Seil oder sowas. Ach, Mist. Ha, muss ich mal gucken. Ich möchte das nämlich unbedingt haben. Das ist nämlich auch das letzte hier auf Bogano. Das Upgrade. Jetzt komme ich da von der anderen Seite. Oh, ich glaube, das ist von der anderen Seite außer erreichbar, ja. Dann schauen wir mal. Ja, da ist eine Liane gewesen, habt ihr gesehen? Das ist dieses Vieh oben wieder. Oh ne, hier kann ich gar nicht rauflaufen. Mist. Ah, ich muss da oben irgendwie hinkommen. Mit der Liane, wie gesagt. Jetzt geht's mit dem Doppelsprung. Clever Girl. Das war knapp. Es gehörte Cordova. Beunruhigt vom endlosen Krieg. Er war überzeugt, dass die Jedi einen Fehler machten und seine Arbeit wichtiger war. Aha. Ein abgelegenes Heiligtum. Ein Teil von Cordovas Ausrüstung. Er war angesichts der anhaltenden Beteiligung der Jedi an einem scheinbar endlosen Krieg sehr besorgt. Er wusste, dass seine Arbeit hier wichtiger war. Da. Hey. Oh, dieses Vieh. Wie es runterguckt. Bitte beiß mich nicht. Oh nein. Verdammt. Ich bin so doof, ne? Alles für die Katz. Was hast du gefunden? Zaur. Zaur bevorzugen felsige und windige Regionen, in denen sie dank ihres gedrungenen Körpers und ihres festen Standes schnell und geschickt verschiedene Oberflächen wie Höhlenwände überqueren können. Da sie sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren, agieren sie bei wärmeren Temperaturen deutlich langsamer als in der Kälte. Okay, das Gegenteil von dem, was eigentlich bei uns Eidechsen sind. Je wärmer, desto flinker sind die ja. Also Kaltblüter eigentlich. Die auf einmal nicht mehr springen wollte. Oh. Ich glaube, diese Ranken sind das. So, nochmal das Ganze. Vielleicht ist die andere Seite? Nee. Ich muss da einfach nur richtig rüberschwingen und so weit springen, wie es geht.
Oh, das war knapp. Aber ich hab's geschafft. Ja. Gebt mir irgendwas. Irgendwas Gutes. Maximales Leben erhöht. Er war allein. Sein Padawan vermisst. Cordovas Padawan. Cordova fühlte sich isoliert und allein. Er dachte häufig an seinen Padawan und die Abenteuer, die sie gemeinsam erlebt hatten. So, dann haben wir jetzt hier alles. Geil, jetzt kann ich weiter zum Tempel, Leute. Endlich. Yep. Ah, genau, jetzt kann ich auch hier hochfahren mit dem Kabel. Hey. Mal runterfällt. Ah! Scheiße. Ja, einfach mal so wild rumhüpfen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Oh ne, warte, ich muss hier hoch. Oder? Ist das egal. Die große Kluft. Pfeift drauf, ich gehe jetzt gerade hier hoch. Hey. Hey. Ja, ey. Ah, da war ja noch eine Kiste, eine rote. So, einmal hinten bitte. Ah, wieder normal. Dieses riesige Vieh. Aber ich kenne das irgendwoher anders noch aus irgendeinem okay, Film von Star Wars. Was ist es? Korund. Mhm. Vielleicht zweimal neue Materialien hier auf Bogano. Ist ja seltsam. Oh, die Kröte ist wieder hier, hä? Hey. Hey, jetzt reicht's aber. Ich brauch wirklich ja. Einen Sim-Kumpel. Das war geplant. Das war alles geplant, dass du da runterfällst. Ich spüre was Seltsames. Oh oh. Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Oh, wird es dann vielleicht erst geöffnet? Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Hm, alles klar. Ja, leider fehlen mir übrigens noch ein paar Punkte, also ein bisschen Fortschritt. Dann kann ich die letzte Fähigkeit. Ah. Aber ich finde es schon ziemlich geil. Ich muss das mal nutzen jetzt, den Machtzug da, also den Magneten. Wo ich Magnet total doof finde, irgendwie. Und los, BD. Als Name für so eine Fähigkeit, meine ich. Ja, da sind wir nun. Hier wirklich die Liste ist. Das passt wahrscheinlich noch genau rein. Das Hologon erwartet dich. Der Wahnsinn. Das Gewölbe selbst ist wie ein riesiges Hologon. Oha. Was ist mit der Wand? Ja, sehen wir nach. Spiegel. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Oh, ich schau mich alle an. Unheimlich. Auch richtig interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so ausschaut. Ich dachte, das ist einfach so eine Liste. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung.
diese... Ja, ist das? Der Holocron? Ich werde sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Ist das die Zukunft? Oder vielleicht eine mögliche Zukunft? Also er wird Lehrer, ich weiß nicht. Also er ist ja selber noch ein Padawan. Er hat ja noch nicht wirklich seine Ausbildung beendet. Ich meine, vielleicht schon, aber das muss ihm ja auch ein Meister sagen, dass es so ist, oder? Und es gibt ja noch Jedi da draußen. Also unter anderem wissen wir ja von Obi-Wan, dass der noch da ist. Wie gesagt, das spielt ja alles vor Episode 4 hier. Das ist ja interessant, also... Das Imperium! Oha. Inquisitoren sind hier! Sie kommen! Meister, sollen wir kämpfen? Oh nein. Zu den Gräben! Weitergehen! Passt auf euch auf! Oh, die armen Kinder. Aber das ist ja abzusehen. Das ist das, was Maris sagte. Wenn wir das hier machen, dann werden sie von dem Imperium verfolgt, weil nichts bleibt unentdeckt. In der Galaxis hier. Jünglinge fangen. Den Rest umlegen. Hört schnell, weiterfeuern. Oh nein. Die haben Kinder und vor allem die suchen sich ja auch nicht aus. Die müssen dann auf jeden Fall weg von ihren Eltern. Jedi. Sucht weiter. Sie können nicht weit sein. Hilft mir, Meister Kestis! Rücke vor! Boah, diese Scheißkerle. Ich weiß nicht, wie es mit einem Sturmtrupplern ist, aber ihr habt mir geschrieben, was ich sehr interessant fand. Die Klontruppen, die können sich nicht gegen Order 66 wehren. Erfährt man, wenn man Clone Wars schaut, zum Beispiel jetzt die Animationsserie von Disney. War das damals schon von Disney? Ich weiß nicht, wie alt die ist, ehrlich gesagt. Ausschwärmen, da sind noch mehr. Ja, Sir. Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich. Ah. Oh, ihr seid solche Scheißkerle. Das sind Kinder. Wie sie sagte, ist es vielleicht das Falsche, wenn wir das machen? Muss die Galaxis sich unbedingt auf die Jedi verlassen bei dem hier? Cal Kestis. Ergib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Gott, du Ekelhafte. Natürlich war es eine Lüge, ha? Huh? Sie werden die sowieso alle töten. Ich hab Angst. Was passiert mit uns? Meister Kestis. Kinder. Ich will heim. Ja, wie gesagt, das wird vielleicht so passieren. Wer weiß, also. Zeigen die Weisen uns das, um uns zu verwirren oder zu warnen? Vielleicht sind die Zepho ja keine guten Wesen gewesen. Vielleicht waren sie ja böse. Das sind halt Kinder und ja, das Leben eines Jedi ist sehr entbehrungsreich. Die dürfen niemals eine Beziehung haben, keine Kinder in die Welt setzen. Ja, quasi wie so ein, weiß nicht, so ein Buddhisten. Wow. Da geht das Licht aus. Leute, ich mach mal Schluss hier. Ja, ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen fies die Stelle, aber ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir und dem Spiel weiterhin. Ich werde jetzt auch nichts mehr absuchen soweit, das war jetzt nur den Part so ein bisschen. Also ich werde jetzt nicht mehr ewig rumstromern und Sachen suchen. Ich werde mal schauen, dass ich das vielleicht irgendwie off-cam mache, falls ich nochmal von dem Planeten wegkomme und es jetzt nicht bald endet. Ich danke euch fürs Zusehen, danke fürs Kommentieren und Bewerten natürlich und bis zum nächsten Mal mit Jedi The Fallen Order. Danke, tschüss.